Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Heute weht der Wind deutlich schwächer als gestern. Unsere Rechnung scheint aufzugehen. Über dem Meer sind es zwar immer noch 20 Knoten, aber in Kristiansand herrschen nur noch 10, das ist leicht beherrschbar. Flugplan feilen, Fahrt zum Airport, Bezahlung, Transfer zum Flieger, Vorbereitung und Start, alles klappt planmäßig. Nach dem Start erbitte ich Flight Level 65 für unsere Skagerrak-Überquerung. Der Grund liegt auf der Hand. Je höher wir fliegen, umso geringer ist der Anteil der Strecke über Wasser, bei der wir durch reines Segeln das rettende Ufer nicht erreichen können. Und auch das ist kein Problem. Ich bekomme die erbetene Höhe sofort genehmigt. Noch höher zu fliegen, hätte mehr Gegenwindkomponente bedeutet, so ist die Flugfläche 65 ein guter Kompromiss. Später, im norwegischen Luftraum, beginnt der Charlie bereits bei 3500 Fuß und wir fliegen in 6500 Fuß Höhe. Womit ich sagen will, auch mit einem UL und auch im Ausland ist der Einflug in Charlie Lufträume kein Problem. Delta Mike Zulu, Alpha, go ahead. Delta Mike Echo Mike Zulu, type of aircraft is CT, Charlie Tango, POV 2. Position is the general aviation parking position nearby fuel station in the green barracks. VFR with flight plan to Kristiansand and leaving via Bierstedt and Wildmosen and request taxi. Mike Zulu, Alpha, information Bravo, QNH 1019er, taxi holding point runway 26 right, via taxiway Charlie and runway 08 right. 26 rechts, Charlie, und was war das letzte? Runway 26 right. Right. Diese andere Parallelbahn. Oscar Alpha Victor, on the downwind. Oscar Alpha Victor, number one, report 26 left. Report final, Oscar Alpha Victor, number one. Delta Mike Echo Mike Zulu will taxi to runway holding point 26 right via Charlie, 26 left and Charlie. So, jetzt lass uns mal den Weg finden. Ich glaube, man rollt da drüber, ja, ne? 02 Alpha approach when ready to descend to 2300 feet and via Warburg get Anna approach runway 26 right. Report established. Rechts ist frei. Genau. Delta Mike Echo Mike Zulu, please confirm. Taxi to taxi holding point Charlie. Delta Mike Zulu, it's up to Charlie is available. If you prefer Charlie, then cross runway 26 left and hold short of runway 26 right. Delta Mike Echo Mike Zulu, we'll cross 26 left and hold short on taxi holding point Charlie 26 right. Delta Mike Zulu. Das klingt wunderbar. Daumen, dass der Rotax hält, aber ja, bin da. Der weiß ja nicht, dass er über Wasser fliegt. Genau. So, die nächste Frequenz, die wir brauchen, ist die 103, die steht schon da von gestern, genau. Bin ich eigentlich fertig. Wir haben jetzt 8,32. Delta Mike Echo Mike Zulu, position is taxi holding point Charlie, runway 26 right, ready for departure. Delta Mike Zulu, Alpha Roger, line up, runway 26 right and wait, after departure, right turn out, leave northbound, 1,500 feet or below, squawk 7315. Delta Mike Echo Mike Zulu, runway 26 right, clear takeoff, right turn, approved. 1,500 or below and squawk 7315. Mike Zulu, now clear to take off runway 26 right. The wind is 220 at 4 knots, arrival between 160 and 280 degrees. Oscar, 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 clear to touch and go. The wind is 190 at 6, arrival between 120 and 210 degrees. So right turn out. Right turn out. Okay. Clear to touch and go on the 26 right. Clear to touch and go 26 right. Okay.
Delta Mike Echo Mike Zulu, position is gear set in 1400. Delta Mike Zulu, call for record. Traffic is light aircraft operating just to the north of the control zone. Presently at your 2 o'clock, distance 8 miles. We'll make landing circuits at a local airfield. Delta Mike Zulu, roger. Delta Mike Zulu, report leaving control. Look at that. Delta Mike Zulu, say again. Delta Mike Zulu, report leaving control. Delta Mike Zulu will report leaving control. Delta Mike Zulu, last question. Please confirm flight plan is open. Delta Mike Zulu, open. Flight plan is open. Thank you. Delta Mike Echo Mike Zulu, position weight more than 1,400. Request leaving frequency. Delta Mike Zulu, all contact me on approach. 123.975 for traffic information service. Delta Mike Zulu will contact Arbok approach on 123.975. Thank you and bye-bye. Delta Mike Zulu. Arbok approach from Delta Mike Zulu. Good day. Jetzt fliegst du, oder? Willst du? Okay, ich hab. Ich kann dir den noch geben. Ja. Pedale lasse ich auch los, ne? Ja. Ab jetzt. Dein Flieger. Mein Flieger. Aalborg Approach, good morning. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Aalborg Approach, hello again. I have radar contact, 1300 feet. Please set your squawk 7315 again. Delta Mike Zulu, just walking 7315 again. One question, for safety reasons, we would like clearance for flight level 65. Delta Mike Zulu, VFR climb approved. Delta Mike Zulu, VFR flight approved, 6500. Wir haben uns sehr bewusst und im gegenseitigen Einvernehmen für eine Skagerrak-Überquerung entschieden und nicht für den großen Umweg über Schweden. Mit den Nordseetemperaturen ist jedoch nicht zu spaßen. Selbst im Sommer kann das sehr schnell sehr kalt werden. Da hilft auch die Schwimmweste nicht, die wir selbstverständlich angelegt haben. Man muss auch positiv bedenken, dass wir im Falle eines Motorausfalls aus 6500 Höhe mit einer Sinkrate von 500 Fuß pro Minute etwa 13 Minuten lang segeln können. Wenn ich das auf beiden Seiten der Strecke über Wasser subtrahiere, bleiben ganze 10 bis 15 Minuten übrig, in denen ich durch Segeln ohne Motor kein rettendes Ufer erreichen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Rotax gerade in diesen 10 bis 15 Minuten ausfällt, halte ich für extrem gering. Zumal ich weiß, dass nur zwei Leute an diesem Motor herumschrauben. Das sind der technische Leiter in meinem Verein und ich. Für den Ernstfall eines Motorproblems habe ich auch immer eine Notfallcheckliste parat. Diese würde ich systematisch abarbeiten, sollte es zu einem kompletten Motorausfall kommen. Außerdem schaue ich für den Fall einer Notwasserung per Rettungsgerät auch immer nach Schiffen. In der Hoffnung natürlich, dass sie uns an Bord nehmen würden. Bei Booten und Yachten würde ich versuchen, möglichst nahe heranzukommen. Bei großen Containerschiffen etwa würde ich seitlich vor dem Schiff den Fallschirm ziehen, denn diese Pötte haben bekanntlich einen kilometerlangen Bremsweg. Mit diesen Präventivmaßnahmen im Kopf haben wir auch überhaupt kein flaues Gefühl im Magen. Das ist unsere Flugsituation im Moment. Wir haben die 6500 Fuß fast erreicht. Wie man an dem grünen Kreis gut erkennen kann, könnte ich, bei einem Motorausfall, umdrehen und sicher zum dänischen Festland zurücksegeln. Eingestellt im Gerät ist eine Gleitzahl von 13. Praktisch erflogen habe ich sogar 14. Man sieht auch gut, dass sich das letzte Drittel des Fluges komplett in freigabepflichtigen Lufträumen befindet. Das hier ist dieselbe Situation auf dem Garmin, auf den ich mich immer dann fest verlasse, wenn die Instrumente, was allerdings sehr selten vorkommt, mal unterschiedliche Werte anzeigen. Und dann kündigt sich auch schon die norwegische Küste an. Die Schaumkronen auf dem Wasser bezeugen den heftigen Wind. Aber der Anflug auf Kristiansand ist dennoch großartig und ein landschaftlicher Hochgenuss. Der Fjord von Kristiansand, die Schären, der Hafen, die Stadt und von weitem ist auch schon der Airport zu sehen. Wir sind sehr beeindruckt, bereits von diesen ersten Norwegen-Impressionen. Kjevik Approach, good day, Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Kjevik, good morning. Good.
Yes, good morning. Delta Mike Echo, Mike Zulu. Type of aircraft is CT, Charlie Tango, POV2. VFR with flight plan from Aalborg to Kristiansand. Current position is 50 minutes, 20 minutes northeast of Kristiansand. Flight level 65. And squawking 4153 for flight information, please. Delta Mike Zulu, Roger, you're clear to enter the TMA, and you can expect to enter the control zone via Groningen. Here we can H 1019. Hat Groningen gesagt, ne? Ja. Delta Mike Echo Mike Zulu, we will enter control zone via Groningen and QNH 1019. Delta Mike Echo Mike Zulu, starting descent down to 2,000 feet. Delta Mike Zulu, you're clear to leave the TMA, and for entry clearance, contact tower now, 118.1. Goodbye. Delta Mike Zulu will contact tower on 118.1. Thank you for your service. Bye-bye. Come bye-bye. Du musst jetzt runter, ne? Ja. Das wegnehmen und... Ja, neu einsegeln lassen. Genau. Du kannst den blauen hier sehen und wenn der in der Mitte ist, das ist wie ein Gleitpfad bei ILS. Okay. Ja. Wenn er nach unten wandert, musst du drücken, wenn er nach oben wandert, ziehen. Ja. Dann hast du genau die 500 Fuß pro Minute. Kevin Tower, good day. Delta Mike Echo Mike Zulu. Delta Mike Echo Mike Zulu, Civic Tower, good morning, sir. Yes, good morning from the Delta Mike Echo Mike Zulu. Type of aircraft CT, Charlie Tango POB2. VFR with flight plan from Aalborg. Current position is 10 minutes south of your airfield for landing, please. We are just descending from flight level 65 down to 2000 feet. Delta Mike Zulu, that's all copied, sir. Clear to enter the control zone, VFR. Proceed to Groningen, stemmerne for runway 03. Delta Mike Echo Mike Zulu will maintain VFR, entering control zone via Groningen, then Denmark, and active runway 03. Sind wir schon drunter, jetzt kannst du ausleveln auf 2000 oder irgendwie sowas. Delta Mike Echo Mike Zulu, Position ist Groningen und 2200 feet. Lima Mike Zulu, Roger, proceed direct to long final runway 03. Delta Mike Zulu, Roger, will proceed to long final runway 03. Darf ich übernehmen? Ja. Mein Flieger? Dein Flieger. Delta Mike Zulu, Wind 03, 0 degrees, 8 knots, runway 03, clear to land. Delta Mike Zulu, runway 03, clear to land. Es gibt derzeit und wegen Covid nur 10 Flughäfen, die man in Norwegen aus dem Ausland kommend anfliegen darf.
Von diesen 10 ist der Regional Airport Kristiansand extrem gut für eine Einreise geeignet. Er ist sehr übersichtlich und die Wege sind kurz. Wir sind schon sehr gespannt, was nun passiert. Wir begeben uns also zum Zoll und, zu unserer Überraschung, werden wir schon erwartet. Eine bewaffnete Polizistin, die ziemlich grimmig dreinschaut, und ein in voller medizinischer Sanitäterverkleidung mit Gummihandschuhen und OP-Hemd nehmen uns in Empfang. Corona-Kontrolle. Wir zücken sofort unsere Handys und die Dame liest unsere Covid-QR-Codes ein. Es klappt auf Anhieb. Ihr Kontrollgerät akzeptiert unsere QRs ohne Probleme. Man sieht ihr die Erleichterung förmlich an. Damit hatte sie wohl nicht gerechnet. Ihre Sorgenfalten verschwinden im Nu und es entwickelt sich ein nettes Gespräch. Woher wir kommen, hinwollen und so weiter. Der Sanitäter, der uns testen wollte, meinte halb beleidigt, na dann werde ich ja hier nicht mehr gebraucht. Das Thema Covid ist uns danach in Norwegen, wenn man mal vom Innenbereich der Hotels absieht, nicht mehr begegnet. Delta Mike Zulu, take Bravo, Yankee, Alpha, Parking Stand 3-1. Bravo, Yankee, Alpha. Delta Mike Zulu will proceed, Bravo, Yankee, Alpha, to Parking Stand 3-1. And Delta Mike Zulu, will you be staying for long? Delta Mike Zulu, negative, will stay for nearly approximately 2 hours to make some customs if necessary on COVID, and then proceed to Stavanger. Delta Mike Zulu, thank you much. Hat er gesagt, ne? 3-1. So, wir sind jetzt auf Yankee. Alpha, wo ist Alpha? Alpha ist da hinten, da. Ist ganz davor her. Ja, einmal alles runter. Und ganz runter, genau. Ich habe diese General Aviation Standplätze nicht eingezeichnet bei mir. Weiß ich, da, da, ne? Da, ja. Mhm. Oder ist das 37? Ja, ich kann es noch nicht erkennen, ja. Eher 37, würde ich sagen. 37, 38. Aber 31 dabei sein. Irgendeiner da vorne, ganz hinten wahrscheinlich. 38, 36? 33. 31 da hinten. Vielleicht der letzte? Könnte sein. Spannend. Ja, das sieht man aus so geringer Höhe. Doch, 33, 32. Ja, dann ist das der vorne. Der letzte da, genau. Aber in welche Richtung? Ist egal, es sind Kreise. Kannst du dir aussuchen, wie du ihn hinstellst. Von hinten reinrollen. Von hinten reinrollen? Genau, von hinten. Achso, dass du gleich wieder wegrollen kannst. Ja, können wir auch, genau. Wie kein zweiter kommt, der sich auf die 34 stellt. Hier, den Kreis halt, sehe ich jetzt erst. Genau. Perfekt. Parking on the numbers. Delta Mike Zulu, position 31 and leaving frequency right now. See you later. Delta Mike Zulu, excellent. So long, sir. Anschließend begeben wir uns in die Abflughalle des Flughafens und überlegen, welche Route wir jetzt fliegen wollen. Auf Domestic Flights brauchen wir keinen Flugplan, wir fliegen also einfach drauf los. Aber diese Entscheidung sollte noch ein Nachspiel haben. Das erzähle ich dann im Bergen-Video.